unglaublich gut. Ich habe mich teilweise furchtbar erschrocken, weil ich selber, obwohl ich 52 bin, mir das Alter, ich will nicht sagen schönrede, aber ich fühle mich nicht alt. Aber natürlich bin ich's. Und von jungen Leuten dann teilweise deren Zukunftsvisionen geliefert zu bekommen, das war wunderschön, weil sehr kreativ, also sehr bereichernd, aber eben auch erschreckend.